steigen wir wieder. Nein, im Gegenteil, es geht hinunter. Schlimmer, Mr. Smith. Wir fallen. Werft schweren Ballast über Bord. Mr. Smith, da unten. Da unten gluckert doch was. Ihr habt recht. Unter der Gondel ist das Meer. Und was für ein Meer. Nicht gerade sehr einladend. Wie? Waffen, Munition, alles raus, alles raus. So, das hätten wir. Wir steigen wieder. Mann, oh Mann, wenn mir jemand erzählt hätte, ich würde einen Ballon über den Ozean sausen. Ich hätte glatt behauptet, er ist verrückt. Nee, weiter Freund, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Nun, das hätte sich wohl keiner der fünf Männer träumen lassen, die sich jetzt in der Mitte der Gondel zusammendrängten, um sich gegenseitig ein wenig vor der Kälte zu schützen. Seit 5 Tagen tobte der Orkan. Seit 5 Tagen wurde der Ballon wie ein Federball durch die Luft gewirbelt. Seit 5 Tagen kämpften die 5 Insassen der unter den Ballon schaukelnden Gondel mit Sturm, Regen und Kälte. Woher kam dieses Luftschiff? An welchem Punkt der Erde war es gestartet? Tausende von Kilometern musste der Ballon bereits zurückgelegt haben, denn der Sturm trieb ihn mit einer Geschwindigkeit von 166 Kilometern pro Stunde vor sich her. Wer waren diese 5 Männer? Hatte sportlicher Ehrgeiz sie den Ballon besteigen lassen? Oder befanden sie sich gar auf einer Forschungsreise zu unbekannten Ufern? Nichts von alledem. Die 5 Männer waren auf der Flucht. Warum und vor wem sie flohen, kann ich aber jetzt unmöglich erzählen, denn Neb hatte gerade eine entsetzliche Entdeckung gemacht. Mr. Smith! Mr. Smith! Was ist denn, Neb? Der Ballon ist leck! Tatsache, auch das noch. Also ich wundere mich schon ein ganzes Weilchen, dass unser Ballon immer mehr die Form eines Eies annimmt. Was jetzt, Mr. Smith? Jetzt muss alles über Bord. Lebensmittel, Trinkwasser, kurz alles. Auch das Gold? Auch das Gold. Alles, was nicht nied- und nagelfest war, verschwand in der Tiefe. Langsam begann der Ballon wieder zu steigen. Ich hoffe, mir bleibt jetzt genügend Zeit, die Geschichte der 5 Männer in Ruhe zu erzählen. Also, das Ganze begann in den Märztagen des Jahres 1865 in den Vereinigten Staaten von Amerika. Genauer im Staate Virginia. Noch genauer in Richmond, der Hauptstadt Virginias. Seit 4 Jahren tobte in Amerika der Bürgerkrieg, dessen Ursache die Sklavenfrage war. Die Nordstaaten kämpften für die Abschaffung, die Südstaaten für die Beibehaltung der Sklaverei. Was nicht weiter verwunderlich war, denn die unbezahlte Arbeit der versklavten Neger auf den weiten Baumwollplantagen des Südens hatte die Südstaatler unermesslich reich und mächtig gemacht. Die Sklaverei abschaffen hieße für die Plantagenbesitzer die mühselige Arbeit auf den Baumwollfeldern zu bezahlen. Und das, nein, das war den Südstaatlern gar nicht angenehm. Aber kehren wir ins Jahr 1865 zur Stadt Richmond zurück, dem Hauptquartier der Südstaatler, das von den Truppen des Nordens belagert wurde. Bei einem der zahlreichen Versuche, Richmond im Handstreich zu nehmen, wurden einige Offiziere der Nordstaaten gefangen genommen und in der Stadt interniert. Unter ihnen befand sich Cyrus Smith, von Beruf Ingenieur und ein Wissenschaftler ersten Ranges. Bei ihm war Neb, ein junger Farbiger, dem Smith einst die Freiheit geschenkt hatte und der an der Seite des Ingenieurs für die Befreiung aller Sklaven mitkämpfte. Am selben Tag schnappte die Südarmee Gideon Spilett, den in aller Welt bekannten Chefreporter des New York Herald, der bei allen Kämpfen in vorderster Linie dabei war, den Revolver in der einen, den Notizblock in der anderen Hand, ohne dass sein Bleistift bei dickstem Kugelhagel auch nur zitterte. Smith und Spilett freundeten sich innerhalb kurzer Zeit an und verbrachten den größten Teil des Tages damit, Fluchtpläne zu schmieden. Doch wenn sie sich auch frei innerhalb Richmonds bewegen durften, so war doch eine gewöhnliche Flucht unmöglich, denn die Stadt wurde schärfstens bewacht. An einem regnerischen und stürmischen Märznachmittag schlenderte Cyrus Smith missmutig durch die Straßen Richmonds, als ihn plötzlich ein Fremder ansprach. Hey, Mr. Smith? Bitte? Sie sind doch Cyrus Smith. Ja, gewiss. Hängt Sie nicht auch meilenweit zum Hals heraus, hier in der Stadt rumzusitzen? Wollen Sie fliehen? Wer sind Sie? Pencroff heiße ich. Bin Seemann und komme aus den Nordstaaten. Auf einer Geschäftsreise bin ich in diesem verdammten Nest hängen geblieben. Aber jetzt will ich raus. Wollen Sie mit? Aber wie? Wie um Himmels Willen? Ein paar Offiziere der Südstaaten wollen aus der Stadt raus und aus dem Süden Verstärkung holen. Da müssen Sie die Umzingelung der Nordarmee durchbrechen. Das wird Ihnen nicht sonderlich gut bekommen. Eben. Und deswegen wollen Sie die Truppen des Nordens überfliegen. Sie wollen? Was? Ja, überfliegen.
Sie haben einen Ballon mit einer Gondel für ca. 6 Personen gebaut. Den Ballon haben Sie mit Gas und die Gondel mit Lebensmitteln, Waffen, Munition in einem Säckchen Gold gefüllt. Und wo ist dieses Luftschiff? Unten am Marktplatz. An einem armen, dicken Tau festgezurrt. Liegt da faul rum und scheint nur auf uns zu warten. Bei diesem Sturm ist das aber eine ziemlich gefährliche Sache, Mr. Pencroff. Weiß ich, Mr. Smith. Deswegen haben die Südstaater den Start ja auch verschoben. Aber ich meine, wir sollten es wohl schaffen. Ein so erfahrener Ingenieur wie Sie sind und was Wetter und Wind angeht, bin ich ja nur auch nicht gerade ein Anfänger. Weiß der Kuck, Pencroff, Sie haben recht. Wir sollten es riskieren. Aber ich bin nicht allein. Zwei Freunde würden mich begleiten und, meinen Hund habe ich auch noch. Macht nichts, Mr. Smith. Macht gar nichts. Ich bin auch nicht allein. Ich habe einen halbwüchsigen Jungen bei mir, den Sohn meines verstorbenen Captains. Der arme Kerl ist vollweise und ich habe ihn so lieb wie meinen eigenen Sohn. Und dann wären wir also 5 Menschen. Und ein Hund. Genau richtig für die Gondel. Mr. Pencroff, ich bin dafür. Versuchen wir es. Ich spreche mit meinen Freunden und wir treffen uns heute Abend am Marktplatz. Abgemacht? Abgemacht. Im Laufe des Nachmittags wuchs sich der Sturm zum Orkan aus. Aber weder Sturm noch Regen, weder Hagel noch Kälte konnten die 5 von ihrem beherzten Fluchtplan abhalten. Im Schutz der Dunkelheit näherten sie sich dem Marktplatz. Kein Mensch weit und breit. Der Ballon war unbewacht. Natürlich. Wer konnte schon auf die Idee kommen, dass jemand die Tollkühnheit besäße, bei einem solchen Orkan in einem Ballon zu starten? Unbemerkt kletterten die 5, 6, ich vergaß Top, den Hund des Ingenieurs, in die Gondel. In Sekundenschnelle waren die Taue gekappt. Der Ballon erhob sich in rasender Geschwindigkeit, rammte 2 Schornsteine, die er über den Haufen warf, und fort war er, bevor auch nur eine Menschenseele in Richmond begriffen hatte, was da vor sich ging. 5 Tage jagte der Orkan sie durch die Lüfte, und es sah fast so aus, als ob sie ihren Wagemut mit dem Leben bezahlen müssten. Wir fallen wieder! Nur noch ein paar hundert Fuß bis zum Meer und weit und breit kein Land in Sicht. Kein Schiff, gar nichts. Es sieht fast so aus, als kriegen wir nasse Füße. Haben wir denn nichts mehr zum Abwerfen? Nichts! Höchstens uns selbst! Doch, wir haben noch etwas, die Gondel! Alle Mann in die Seile und die Gondel ins Meer. Wo ist Pop? Hier, Mr. Smith. Gib ihn mir. Also dann los. Todmüde kletterten die Männer in das Netz des Ballons und kappten die Taue, an denen die Gondel hing. Noch einmal schnellte der Ballon hoch, aber nur, um kurze Zeit später wieder herabzusinken. Das Ende stand bevor. Da plötzlich... Pop, was ist? Er muss etwas gesehen haben. Land! Land! Und wirklich, Land war in Sicht. Und der Orkan trieb sie direkt auf das rettende Ufer zu. Schon überschütteten die hohen Wellen sie mit Schaum, schon streifte der Ballon ab und an die Oberfläche des Meeres. Da traf ihn ein gewaltiger Brecher, drückte ihn hoch und der Ballon wirbelte ans Ufer. Kaum hatten sich die Schiffbrüchigen aus den Maschen des Netzes befreit, wurde der Ballon vom Sturm gepackt und in die Lüfte entführt. Doch... 5 Männer und einen Hund hatte die Gondel getragen. Nur 4 warf der Ballon ans Ufer. Mr. Smith fehlte. Und mit ihm sein Hund. Sie mussten ins Meer gestürzt sein. Die 4 begannen zu rufen. Zu schreien. Kein Cyrus Smith antwortete. Kein Hund bellte. Neb war verzweifelt. Er hatte seinen besten Freund verloren. Sei nicht so verzweifelt, Neb. Bestimmt ist Mr. Smith woanders ans Ufer geschwommen. Ja, los, suchen wir ihn. Wir finden ihn, Neb. Bestimmt. Lebend? Lebend. Kann er schwimmen? Ja, und Top ist ja auch noch bei ihm. Was stehen wir also wie die Salzsäulen hier herum? Vorwärts! Die Dunkelheit brach herein. Aber die 4 ließen sich in ihren Nachforschungen nicht stören. Die ganze Nacht suchten sie die Küste ab, immer wieder laut rufend, in der Hoffnung auf Antwort. Es war alles umsonst. Der Tag dämmerte und von Mr. Smith fehlte jede Spur. Der Orkan hatte sich gelegt, die See glättete sich und langsam kam die Sonne durch. Erschöpft ließen sie sich in den Sand fallen und betrachteten zum ersten Mal das Land, an dessen Ufer der Sturm sie verschlagen hatte. Im Süden ragten große Felsbrocken auf, die auf bizarre Weise übereinander geschichtet waren. Direkt dahinter erhob sich eine riesige Granitwand, nackt und kahl.
Rechts davon wuchs hoher, dichter Wald, dessen Grün sich in sanftem Schwung bis zur nördlichen Landspitze erstreckte. Gegen Westen leuchtete ein hoher, schneebedeckter Berg, dessen kegelförmige Gestalt verriet, dass es sich um einen Vulkan handelte. Ich suche weiter, im Norden, hinter der Landspitze. Ich begleite dich, Ned. Mr. Pencroff, ich denke, es wäre das Beste, Sie und Herbert warten hier. Ist recht, Mr. Spilett. Wir werden die Zeit schon nutzen. Und das taten sie wirklich. Sie fanden ein paar große Felsbrocken, die eine natürliche Grotte bildeten, und hatten einen Unterschlupf. Sie entdeckten in einer Felsspalte einen Fluss und hatten Trinkwasser. Sie sammelten Miesmuscheln und Taubeneier und hatten Nahrung. Sie holten aus dem nahen Wald Brennholz, fanden in Pencroffs Taschen ein einziges Streichholz und hatten Feuer. Am Abend kehrten Mr. Spilett und Neb zurück. Allein. Was half da eine Grotte, in der sich wohlige Wärme ausbreitete? Was halfen da in heißer Asche gebackene Eier und Muscheln? Schweigend nahmen sie ihr Mahl ein und sanken dann von Müdigkeit überwältigt in tiefen Schlaf. Nur Neb irrte ruhelos am Ufer umher. Auch aufkommender Sturm konnte ihn nicht davon abhalten, weiter nach seinem Freund zu suchen. Mitten in der Nacht wurden Pencroff, Spilett und Herbert unsanft aus dem Schlaf gerissen. Mr. Pencroff! Mr. Spilett! Herbert! So wacht doch auf! Was gibt's? Ja, was ist? Top ist da! Top! Ja, wenn Top wieder da ist, muss ich auch sein Herr wiederfinden. Schnell, brechen wir auf! Top wird uns führen! Na, vorwärts denn! Zielstrebig führte Top sie Kilometer um Kilometer durch eine raue, stürmische Nacht. In der frühen Morgendämmerung stießen sie an der Küste auf Fußspuren, die in die Dünen führten. Top fing an, aufgeregt zu bellen. Die Männer begannen zu laufen. Und dann fanden sie ihn. In einer Sandmulde lag ausgestreckt, bleich und ohne Bewusstsein, Mr. Smith. Aber er lebte. Sie befeuchteten seine Lippen und begannen ihn mit einer Wolljacke warm zu reiben. Neb, Junge, mach nicht so ängstliche Augen. Wir kriegen ihn schon wieder auf die Beine. Und schon schlägt unser Findling die Augen auf. Mr. Pencroff, Sie scheinen eine direkte Leitung zum Himmel zu haben. Hallo, Mr. Smith. Sie haben uns nicht unbeträchtliche Sorgen gemacht, mein Lieber. Insel oder Festland? Was ist, Mr. Smith? Insel oder Festland? Zum Teufel, was kümmert's uns, wenn Sie nur wieder am Leben sind? Insel oder Festland? Das werden wir ja später sehen. Er ist schon wieder ohnmächtig geworden. Er wird nicht laufen können. Insel oder Festland? Nein, nein, an so etwas zu denken, wenn man aus dem letzten Loch pfeift. Ein seltsamer Mann. Weiß der Kuckuck. Ob seltsam oder nicht, Mr. Pencroff, wir müssen ihn nach Hause tragen. Aus den Zweigen einer Seefichte flochten sie eine Trage, legten Mr. Smith darauf und traten den mühsamen Heimweg an. Am Nachmittag erreichten sie endlich die Grotte, wo Mr. Smith langsam zu sich kam. Wie wär's mit ein paar gebackenen Eiern, Mr. Smith? Hervorragend wär's. Ich habe einen Mordshunger. Danke, mein Junge. Wir hätten Ihnen ja gerne ein saftiges Stück Fleisch serviert, aber die wilden Hühner, die da draußen herumflattern... Sind hier drin, Onkel. Schon recht, Herbert. Sie sehen jedenfalls so lecker aus, dass man glatt eine Pfütze auf der Zunge kriegt. Aber Sie ließen sich leider nicht dazu überreden, sich schlachten zu lassen. Vielleicht sollte man das tun, ohne Sie groß zu fragen. Wie? Ja, und wie? Ohne Gewehr? Mit Pfeil und Bogen. Wir haben ja nicht mal ein Messer, Mr. Smith. Top. Top, komm her, Top. Du wirst vorerst ohne Halsband auskommen müssen. So, biegen wir das Stahlband gerade, schleifen es an einem Stein und versehen es mit einem Holzgriff. Dann haben wir ein prima Messer, mit dem wir uns Pfeil und Bogen schnitzen. Um damit Tetrahühner zu jagen. Was sitzen wir alle so faul rum? Auf geht's! Weidmanns Heil, ihr Herr. Weidmanns Dank! Mr. Spilett. Ja? Es ist mir völlig unerklärlich, wieso ich noch lebe. Nun, Sie sind an Land geschwommen und haben es gerade noch bis zur Sandmulde geschafft. Wir haben Ihre Fußspuren am Strand gefunden. Meine Fußspuren? Ja. Ausgeschlossen. Wieso? Ich habe das Bewusstsein verloren, als ich ins Wasser stürzte und bin zu mir gekommen, als ihr mich gefunden habt. Dann müssen Sie das alles in einer Art Halbschlaf hinter sich gebracht haben. Das darf ich nicht, Mr. Spilett. Nein, 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 nein. Hier ist irgendetwas seltsam. Sehr seltsam. Unter uns gesagt, es war seltsam. Und wenn die beiden Männer gewusst hätten, wie viel Seltsames ihnen noch bevorstehen sollte, dann... Aber greifen wir der Geschichte nicht vor. Das Beste ist immer noch, hübsch der Reihe nach zu erzählen. Also abends kehrten die drei Jäger mit einem ganzen Bündel erlegter Tetrahühner zurück, die sie sich am offenen Feuer brieten. Schmeckt vorzüglich. Wie Rebhuhn.
Sie ahnen ja nicht, Mr. Smith, wie viel leckere Nahrungsmittel da draußen herumlaufen. Wildschweine, wilde Schafe und Ziegen und ein Haufen Karnickel. Man stolpert fast drüber. Und am Strand wimmelt's von Robben. Und eine Austernbank haben wir auch entdeckt. Und ich habe Tee und Ahornbäume gefunden. Aus den Blättern des Teebaumes kann man so eine Art Tee brauen und aus dem Saft des Ahornbaumes macht man Zucker. Das sind ja außerordentlich beruhigende Nachrichten. Was auch immer geschieht, das Original English Breakfast ist gesichert. Tee mit Milch und Zucker und... Milch? Na, von den Ziegen. Und Spiegeleier mit Wildschweinschinken. Mmh, exzellent. Es scheint überhaupt besten für uns gedorben zu sein. Die Robben liefern uns Öl und damit Kerzen und die Schafe Wolle für Kleidungsstücke und die Kaninchen Fellschuhe für kalte Tage. Wie ich unseren Ingenieur kenne, wird er bald eine blühende Woll-, Schuh- und Kerzenindustrie aufgebaut haben. Und unsereins wäre froh, wenn wir einen schlichten Topf hätten, um Suppe drin zu kochen. Machen wir alles, Mr. Pencroff. Aber das wird nicht nötig sein. Ich finde, wir sollten bei schönem Wetter morgen den Vulkan besteigen und uns einmal umschauen. Ich hoffe doch sehr, dass wir auf einem Kontinent gelandet sind. Doch diese Hoffnung sollte sich nicht erfüllen. Am Nachmittag des nächsten Tages erreichten sie nach einem mühseligen Aufstieg den Kraterrand des Vulkans. Und dann sahen sie es. Um sie herum war Wasser. Soweit das Auge reichte, nichts als Wasser. Sie waren auf einer Insel. Und nichts deutete auf Menschen hin. Keine Rauchfahne weit und breit, kein Segel am Horizont, nichts. Nur das Meer. Schweigend machten sich die Männer auf den Heimweg. Um im Dunkel der hereinbrechenden Nacht nicht die Orientierung zu verlieren, folgten sie einem Flusslauf, der sie zu einem See führte, der sich weit ausstreckte zwischen Wäldern und Felsen. Sie wanderten das Seeufer entlang und stellten erfreut fest, dass die Felswand, die den See im Osten begrenzte, auf der anderen Seite zum Strand hinunterführte. Im Handumdrehen waren sie in ihrer Grotte, wo sie sich niedergeschlagen und einsilbig ums Feuer scharrten. Als Journalist bin ich gewohnt, den Tatsachen ins Auge zu blicken. Also, wir sind auf einer Insel. Auf einer unbewohnten dazu. Besser unbewohnt als von Feinden bewohnt. Fest steht, die Insel ist bewohnbar, sehr gut bewohnbar sogar. Sie ist reich an Tieren, Pflanzen und Rohstoffen. Wie groß wird sie ungefähr sein? Was meinen Sie? Na, ich schätze, sie hat einen Umfang von so etwa 150 Kilometer. Mhm. Und wo liegt sie Ihrer Ansicht nach? Wahrscheinlich irgendwo im Pazifischen Ozean. Dem Klima und der Vegetation nach ungefähr auf dem Breitengrad Neuseeland. Aber es könnte auch sein, dass eine Schiffsroute daran vorbeiführt, oder? Ich glaub's nicht, Harbert. Die Insel ist klein und hat keinen natürlichen Hafen. Und dass die Seeroute Kap Horn Australien direkt an unserer Haustür vorbeiführt, ist reichlich unwahrscheinlich. Nein. Es hat keinen Sinn, sich etwas vorzumachen. Wir müssen auf den glücklichen Zufall hoffen. Was bedeutet, dass wir es uns auf der Insel so gut und so bequem wie möglich einrichten müssen? Richtig. Aber das sollte uns nicht sonderlich schwer fallen. Ich habe auf unserem Ausflug Gesteinsproben gesammelt. Seht euch das an. Hier, das sind Ton- und Kalkbrocken, das hier ist Kohle und das hier Eisenerz. Alles Geschenke der Insel an uns. Wir müssen sie nur auswerten. Wir sollten dieser großzügigen Insel einen Namen geben. Ja, okay. Aber welchen? Nennen wir sie nach unserem großen Präsidenten Abraham Lincoln, dem Kämpfer für Recht und Freiheit. Nennen wir sie die Lincoln-Insel. Es war am 30. März des Jahres 1865, als die fünf Männer ihre neue Heimat, die Lincoln-Insel, tauften. 16 Tage später starb Abraham Lincoln in Washington unter den Schüssen eines fanatischen Anhängers der Sklaverei. Unsere fünf Siedler begannen, sich die Schätze der Erde nutzbar zu machen. Als erstes musste ein Ofen gebaut werden, denn ohne Feuer konnten die Rohstoffe nicht verarbeitet werden. In der Nähe des Sees fanden sie tonhaltige Erde, aus der sie in 3 Tagen 4000 Ziegelsteine herstellten. Sie ließen sie in der Sonne trocknen und brannten sie dann in einem riesigen Feuer hart. Aus zerstoßenem Kalkstein und Sand stellten sie Mörtel her und nach 5 Tagen harter Arbeit hatten sie einen Brennofen mit einem 7 Meter hohen Schornstein gemauert. Sie heizten den Ofen mit Kohle, die sie aus einem nahegelegenen Steinkohleflöz gewannen, und dann machten sie sich ans Töpfern. Sie mischten festen Ton mit Kalk und Quarz und formten daraus Teller, Tassen, Töpfe und Wasserkrüge.
Es wäre glatt geschwindelt, wenn man behaupten wollte, die Töpferwaren wären besonders formschön geraten, aber sie waren brauchbar. Endlich hatte Pencroff einen Topf, um Suppe darin zu kochen. Voller Stolz servierte er am Abend einen Riesentopf köstlicher Hühnersuppe. Als nächstes nahmen sie sich vor, aus dem Eisenerz, das sie in reichem Maße am Fuß des Vulkans fanden, Eisen, ja sogar Stahl zu gewinnen. Es ist eigentlich ganz überflüssig zu erwähnen, dass ihnen auch dieses Vorhaben gelang. Was der Ingenieur Cyrus Smith auch anpackte, er führte es mit Erfolg zu Ende. 2 Wochen später waren sie stolze Besitzer von Äxten, Hacken, Beilen, Messern, Schaufeln, Hobeln, Hämmern und Nägeln und vielem anderen mehr. Anfang April wurde es merklich kühler. Die Lincoln-Insel lag auf der südlichen Halbkugel der Erde und dort entspricht der April dem Monat Oktober auf der nördlichen Halbkugel. Der Winter kündigte sich an. Wir müssen uns nach einer neuen Behausung umsehen. In der Grotte können wir nicht überwintern. Unmöglich, da zieht's ja jetzt schon die Hechtsuppe. Und trocken ist ja auch nicht. Und wir kriegen sie nicht warm, wenn es draußen eiskalt ist. Also müssen wir umziehen. Aber wohin? Wir bauen uns ein Haus mit allem drum und dran. Richtig schön gemütlich. Machen wir doch mit links. Also einfacher wäre es schon, wir finden eine Höhle, die wir ausbauen könnten. Und sie fanden tatsächlich eine Höhle. Im felsigen Steilhang des Sees entdeckten sie einen schmalen, von Gebüsch fast überwucherten Höhleneingang. Der Felsen bestand aus Kalkstein und war so weich, dass man leicht den Höhleneingang erweitern und einen Stollen in den Felsen treiben konnte. Die Männer begannen, einen Gang durch den Felsen zu schlagen, der auf der anderen Seite des Hangs auf der Seeseite herauskommen sollte. So, Harbert, nun lass mich mal wieder. Hol du bitte noch Kiefernzweige und halt das Feuer am Brennen. Möchte bloß wissen, was mit Top los ist. Um Himmels Willen. Neb, ist hier was passiert? Ach wo, überhaupt nicht. Harbert, gib doch mal Feuer rüber. Sehen Sie sich das bloß an. Oh, eine Riesenhöhle. Ein wahrer Palast von einer Höhle. Wo ist Top? Hier, er trinkt. Er tut was? Er trinkt, hier ist ein Bach. Da muss ein unterirdischer Abfluss vom See zum Meer hinunter sein. Ach, Top, mit Ruhe. Ich muss wissen, was der Hund hat. Er steht an dem Abflussschacht, in dem der Bach verschwindet, und bellt dem Wasser hinterher. Den müssen wir übrigens abdecken, sonst verschwindet eines Tages Top. Top, jetzt ist aber Schluss. Auf! Mr. Smith, da hinten schimmert Licht. Das muss eine Öffnung zur Meerseite sein. Richtig, man sieht aufs Meer. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Fenster und eine Tür durchzustoßen und schon ist unsere Wohnungsfrage aufs Beste gelöst. Wir haben eine Höhle mit 2 Eingängen, fließendem Wasser und Meerblick. Was will man mehr? Wir können natürlich hier eine Tür reinschlagen, aber es wäre nicht sehr gesund, sie zu benutzen. Es geht hier nämlich so etwa 30 Meter steil runter. Dann müssen wir eine Treppe in den Fels schlagen. Das gibt aber einen Haufen Arbeit. Aber wir haben ja auch einen Haufen Zeit. Wäre es nicht vernünftiger, wir würden uns aus Schilf eine Strickleiter flechten? Die könnten wir auch einziehen, wenn mal Gefahr im Verzug ist. Nö, das ist das Ei des Kolumbus. Genau so machen wir es. Die nächsten Wochen hatten sie alle Hände voll zu tun, ihre Wohnung fertigzustellen. Sie zogen Wände und unterteilten die riesige Höhle in einen großen Wohnraum, einen Vorratsraum, eine Küche, ein Bad und 5 Schlafräume. Alle natürlich mit Meerblick. Sie schlugen Fenster und Tür in die Außenwand und ließen so Licht und Luft in die Wohnung. Sie zimmerten Holzläden, um Fenster und Tür bei Kälte und Regen zu schließen. Sie setzten einen Küchenherd und bauten einen Rauchabzug. Und in den Abendstunden knüpften sie aus Schilf in mühseliger Kleinarbeit eine 30 Meter lange Streckleiter. Dann machten sie sich daran, ihre Vorratskammer zu füllen. Sie fingen Fische und legten sie in Salz ein. Sie schossen Wildschweine und hängten den Speck in den Rauch. Sie sammelten Kräuter und stellten aus Robbenöl 100 Kerzen her. Kurz, sie waren aufs Beste versorgt. Nur eines fehlte: Brot. Da machte eines Abends Herbert in seiner Jackentasche einen bemerkenswerten Fund. Hier, sehen Sie mal, Mr. Smith. Ein Getreidekorn. Muss vom Taubenfüttern in Richmond übrig geblieben sein. Zeig mal, Herbert. Sieht ganz unversehrt aus. Damit ist uns nicht geholfen. Was sollen wir wohl aus einem einzigen Körnchen machen? Brot.
Natürlich. Eine Unmenge Brot und Kuchen und Torten noch dazu. Hoffentlich überfuttern wir uns nicht. Wissen Sie, Mr. Bancroft, wie viel Ehren ein Korn hervorbringt? Na, eine? Eben nicht. 10. Oh. Und in jeder Ähre stecken etwa 80 Körner. Aha. Macht bei der ersten Ernte 800. Mhm. Bei der nächsten 640.000. Oh. Bei der dritten 512 Millionen. Und um Himmels Willen, hören Sie auf, Mrs. Billet. Wir werden es aussehen. An der geschütztesten Stelle, die sie finden lässt. Ich werde es düngen und gießen, einen Zaun drumherum ziehen und jedem Käfer bei Todesstrafe verbieten, darauf herumzutrampeln. Und Pencroffs unermüdliche Bemühungen wurden belohnt. Im nächsten Sommer ernteten sie, jawohl, genau 800 Körner. Pencroff ließ es sich nicht nehmen, sie zu zählen. Sie säten die Körner wieder aus und ernteten im Herbst noch einmal. Diesmal wurde die Ernte ungezählt wieder ausgesät. Ein Jahr lebten die fünf Männer auf der Lincoln-Insel, ein Jahr erst. Und was hatten sie in dieser Zeit alles geschafft? Da gab es große, fest umzäunte Wiesen, auf denen Schafe und Ziegen weideten. Da gab es einen Geflügelhof, in dem sich Hühner, Enten und Fasane tummelten, ein Kaninchengehege und einen Taubenschlag, in dem es zuging nun wie in einem Taubenschlag. Und da gab es einen Gemüsegarten, in dem Salat, Sauerampfer, Rüben, Rettiche und Kartoffeln wuchsen. Kurz, Ackerbau und Viehzucht gediehen prächtig. Und noch etwas darf nicht unerwähnt bleiben. Während des ganzen Jahres war nicht ein unfreundliches Wort zwischen den fünf Siedlern gefallen. Als gleichberechtigte und freie Menschen hatten sie es verstanden, eine Gemeinschaft zu bilden und freundschaftlich in ihr zu leben. Eines Abends kam Pencroff mit zwei Spanferkeln heim, die er in einer seiner Fallen gefangen hatte. Kurze Zeit später breitete sich ein so leckerer Duft in der Wohnung aus, dass den Männern das Wasser im Munde zusammenlief. Mr. Pencroff, mhm. Sie haben sich mir nochmal selbst übertroffen. Mhm. Zart wie Wachteln. Es vergeht einem auf der Zunge wie... Au, verdammt nochmal. Was ist denn? Ich hab mir einen Backenzahn abgebrochen. Ich frag mich bloß. Ich wär verrückt. Das ist eine Schrotkugel. Das gibt's doch nicht. Unmöglich. Aber hier, sehen Sie's an. Tatsache. Mr. Pencroff, wie alt mögen die Schwanferkel gewesen sein? Etwa 3 Monate. Da muss innerhalb der letzten 3 Monate auf der Insel geschossen worden sein. Das heißt, auf der Insel leben doch andere Menschen. Aber Kuckuck, noch mal, so groß ist die Insel doch gar nicht. Das hätten wir doch merken müssen. Also dann muss das Ferkel mit der Kugelnbar auf die Welt gekommen sein. Sehr erstaunlich. Vielleicht war das Schrotkorn gar nicht dem Schwein, sondern... Mein lieber Nepp. Du meinst doch nicht etwa, dass ich ein Jahr lang ein Schrotkorn in einem hohlen Zahn mit mir rumgetragen habe. Also auch das finde ich sehr erstaunlich. Das wäre glatt eine Notiz im New York Herald wert. Freunde, die Sache ist ernst. Fest steht, auf unserer Insel sind oder waren Fremde. Wir sollten die Insel gründlich durchsuchen. Ja, am besten gleich morgen. Tagelang durchstreiften sie die Insel, von Osten nach Westen, von Süden nach Norden. Aber von Menschen war keine Spur zu entdecken. Kein Boot, keine Rauchfahnen, keine Fußspuren, kein verlassener Lagerplatz, nichts. Absolut nichts. Schließlich gaben sie es auf. Wir werden uns damit abfinden müssen, dass wir die alleinigen Besitzer der Insel sind. Und mein Backenzahn? Es muss hier innerhalb der letzten 3 Monate ein Schiff gelandet oder gestrandet sein. Und dann hat sich das Schiff hokuspokus in Luft aufgelöst. Es wird abgesegelt, das ist alles. Ohne uns. Vielleicht könnten wir jetzt schon... Hallo, hallo! Unten am Strand! Liegt Hokuspokus ein Schiff. Oh nein, aber eine Kiste, ziemlich groß. Ist angeschwemmt worden. Sie eilten zum Strand hinunter und fanden eine Kiste. 1x2 Meter groß, die mit einem Wachstuch luftdicht verschlossen war. Unter Stöhnen und Ächzen schleppten sie das Strandgut zu ihrem Anwesen hinauf. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Moment, gleich haben wir sie auf. So. Gewehre. 6 Stück? Und ein Haufen Munition. Und Werkzeug. Pfeilen, Bohrer, mehrere Messer. Wolljacken, Hemden und Strümpfe. Und hier sind Instrumente. Ein Kompass. Vorsichtig, Herbert. Zeig mal her. Was haben wir denn da noch? Ein Sextant, ein Fernrohr, ein Barometer, ein Thermometer. Oh,
Das gibt's doch nicht. Ein Fotoapparat. Na also, wenn das nicht merkwürdig ist. Und ein Stapel Schreibpapier. Und Bücher. Was für Bücher? Ein Atlas, eine Bibel und 10 Bände. Geschichte der Naturwissenschaften. Ja, und 2 Notizblöcke liegen auch noch drin. Das ist ja wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Wahrscheinlich ist die Kiste bei einem Schiffbruch zusammengepackt und über Bord geworfen worden. In der Hoffnung, sie später wiederzufinden. Nur seltsam, dass von einem Wrack nichts zu entdecken ist. Also sehr eilig kann er es nicht gehabt haben, der diese Kiste gepackt hat. Und dass man in Seenot an einen Fotoapparat denkt. Also Schluss jetzt mit der Grübelei. Wir kommen doch nicht dahinter. Wir nehmen es als Geschenk des Himmels und freuen uns darüber. Mir aus der Seele gesprochen, Mrs. Smith. Jetzt, wo wir einen Sextanten haben und einen Atlas, können wir doch feststellen, wo unsere Insel liegt. Ja, wird noch heute geschehen. Nach dem Abendessen gab Mr. Smith das Ergebnis seiner Berechnungen bekannt. Die Insel Lincoln lag inmitten des Pazifischen Ozeans, 150 Grad westlicher Länge und 34 Grad südlicher Breite, und war auf dem Atlas nicht verzeichnet. Aber nicht weit von ihnen entfernt war eine Insel eingezeichnet, die Insel Tabor. Ist sie groß? Größer als Lincoln-Insel? Ach wo, verschwindend klein. Wahrscheinlich hat noch nie ein Mensch seinen Fuß darauf gesetzt. Na fein, dann werden wir die Ersten sein. Bitte? Ja, Mr. Smith, wir bauen ein Schiff und segeln hinüber. Wie weit ist es bis dorthin? 150 Seemeilen. Und das ist alles? Das ist doch für uns ein Katzensprung. Schaffen wir spielend in 48 Stunden. Also gut. Warum sollen wir nicht unter die Schiffbauer gehen? Wir haben ja den ganzen Winter Zeit. Pencroff entwarf sofort einen Bauplan. Das Schiff sollte eine Länge von 13 Metern, eine Breite von 3 Metern und einen Tiefgang von 2 Metern haben. Dann richteten sie am Strand eine richtige kleine Werft ein. Jetzt war Pencroff in seinem Element. Schon nach einer Woche lag ein kompletter 13 Meter langer Kiel im Sand. Pünktlich bei Frühlingsanfang war das Schiff fertiggestellt. Am 10. Oktober war Stapellauf. In einem feierlichen Akt wurde das Schiff auf den Vornamen Pencroffs Bonadventure getauft. Es versteht sich von selbst, dass Pencroff zum Kapitän ernannt wurde. Alle Mann gingen an Bord, Top inbegriffen. Der Anker wurde aus dem Sand gezogen, die Segel gehisst, die Lincoln-Flagge entrollt und die Bonadventure lief unter dem Kommando von Kapitän Pencroff zur Probefahrt aus. Nun, was halten Sie von unserem Schiff? Es hält sich gut. Ja, dann können wir ja bald zur Insel Tabor segeln. Mr. Pencroff, mir gefallen Ihre Reisepläne nicht. Es erscheint mir doch ziemlich gefährlich. Und wozu sich unnötig einer Gefahr aussetzen? Die Insel Tabor ist nun mal unsere Nachbarin. Und zwar unsere einzige. Da gehört es sich doch, ihr einen Besuch abzustatten. Alle Wetter. Captain Pencroff weiß, was ich gehört. Backbord! Pencroff, ja? Backbord! Ja. Was gibt's, am Riff? Nein, noch mehr Backbord! Backbord, ja. Pencroff, Backbord! Ach komm, ich halte dich fest. So ist so. Gut. Ja. Hast du's? Eine Flaschenpost. Eine Flaschenpost? Hast du sie, Junge? Komm, lies vor. Schiffbrüchiger. Insel Tabor. 153 Grad westliche Länge, 37 Grad südliche Breite. Damit ist die Reisefrage geklärt. Natürlich segeln Sie zur Insel Tabor. Am besten gleich morgen. Am nächsten Morgen lichtete Pencroff schon um 5 Uhr früh den Anker. Herbert und Mr. Spilett begleiteten ihn. Lange winkten Mr. Smith und Neb den davonsegelnden Freunden hinterher. Höchstens 6 Tage sollte die Fahrt dauern. 2 Tage Hinfahrt, 1 Tag Aufenthalt und 2 notfalls 3 Tage für die Rückfahrt. Am 5. Tag kam Wind auf, der langsam zum Sturm wurde. Am 6. Tag warteten Mr. Smith und Neb vergebens auf die Freunde. Der 7. Tag verging und kein Segel ließ sich blicken. Auch der 8. Tag brachte die Freunde nicht zurück. Auf der Lincoln-Insel herrschte nur noch Sorge und Angst. Da endlich, am 9. Tag, lief die Bonadventure spätabends die Lincoln-Insel an. Und an Bord war tatsächlich ein 4. Mann, der Schiffbrüchige. Mr. Smith ging auf ihn zu, wollte ihn freundlich begrüßen, aber der Fremde zuckte zurück, schlug die Augen nieder, sprach kein Wort, blieb stumm. Was ist mit ihm? Gleich. Mr. Pencroff, würden Sie und Herbert unseren Gast bitte zur Wohnung hinauf begleiten? Machen wir, ist doch selbstverständlich. Danke. Zuallererst, damit ich es nicht vergesse, herzlichen Dank für das Feuer oben auf der Granitwand.
Der Sturm hat uns ja fast am Heimatufer vorbeigetrieben. Feuer? Wir haben kein Feuer gemacht. Das begreife ich nicht. Seltsam. Das ist eine von den vielen Seltsamkeiten dieser Insel. Irgendetwas Geheimnisvolles geht hier vor. Aber nun zu unserem Schiffbrüchigen. Was ist mit ihm? Ach, wir haben ihn in einer verkommenen Holzhütte gefunden. Total verwildert, ausgehungert und sehr scheu. Er hat bis jetzt noch kein Wort gesprochen. Der arme Kerl scheint jahrelang Mutterseelen allein auf der Tabo-Insel gehaust zu haben. Ehrlich gesagt, ich befürchte, dass er nicht mehr ganz klar bei Verstand ist. Vor ein paar Monaten muss er das aber noch gewesen sein. Die Flaschenpost war höchstens 3 Monate alt. Ich sag's ja ungern, aber auch das erscheint mir sehr seltsam. Mir auch. Aber wir werden schon noch dahinter kommen. Es dauerte Wochen, bis der Schiffbrüchige die ersten Worte über seine Lippen brachte. Und es dauerte Monate, bis sich der Fremde in das Leben der Siedler eingefügt hatte. Er half bei der Kornernte, beim Bau einer Windmühle und er verstand sich aufs Brotbacken. Er war von unermüdlichem Fleiß und einer anrührenden Bescheidenheit. Aber er blieb scheu und verschlossen. Über seine Person und sein Schicksal war nichts zu erfahren. Doch dann geschah etwas, das den Bann brach. Im Herbst des Jahres 1877, nach 2,5 Jahren einsamen Insellebens, zeigte sich am Horizont ein Schiff. Die Aufregung der Siedler lässt sich kaum schildern. Sie standen am Fenster ihrer Höhle und starrten auf das herankommende Schiff. Vielleicht ist es sogar ein Amerikaner. Beeil dich doch ein bisschen, Schiff. Wir wollen eine Flagge sehen. Das ist kein Amerikaner, kein Engländer und auch kein Franzose. Das ist ein Piratenschiff. Es führt die schwarze Flagge. Um Himmels Willen. Es bleibt einem aber auch nichts erspart. Ja, was jetzt? Da können wir nicht einfach hingehen und sagen, wir tun euch nichts. Bitte tut uns auch nichts. Und der Frieden ist gesichert. Ausgeschlossen, das wäre Selbstmord. Wenn Piraten hier ankern, wollen sie unterschlupfen. Mitwisser sind da unerwünscht. Dann müssen wir Sorge tragen, dass sie uns nicht entdecken. Dazu ist es zu spät. Sie haben längst die Bonavanche entdeckt. Ja, da müssen wir eben ihren Angriff abwarten und uns so gut wie möglich verteidigen. Nein, wir müssen sie angreifen. Ach, das ist doch Wahnsinn! Wir müssen sie bluffen. Das ist unsere einzige Chance. Sie müssen annehmen, wir wären mindestens 5-mal so viele, wie wir wirklich sind. Und wie verfünffachen wir uns? Sobald das Schiff Anker geworfen hat, werden sie ein Beiboot aussetzen und an Land rudern. Wir lassen das Boot ruhig herankommen, bis es in Schussnähe ist. Und dann beschießen wir es von 6 verschiedenen Stellen aus, gleichzeitig. Und wenn wir Glück haben, erschrecken sie und drehen ab. Aber der Plan misslang. Die Piraten erschraken durchaus nicht. Im Gegenteil, sie schossen eifrig zurück. Zu ihrem Entsetzen sahen sie, wie Herbert von einer Kugel getroffen zu Boden sank. Ayrton sprang auf, verließ seine Deckung, lief mitten in den Kugelregen hinein, packte Herbert und brachte ihn in Sicherheit. Wenig später waren sie alle in der Wohnung versammelt. Herbert schien schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Ihrer aller Situation aber wurde immer bedrohlicher. Das Piratenschiff lichtete den Anker, drehte aber nicht ab, sondern näherte sich der Küste. Und da nun sahen sie es. An Deck des feindlichen Schiffes wurden Kanonen aufgefahren. Schon richteten sich die Mündungen auf das Ufer. Da erschütterte eine Explosion die Luft. Ein ohrenbetäubendes Krachen folgte, das Piratenschiff schoss in die Höhe, zerbarst und versank innerhalb weniger Sekunden mit Mann und Maus. Ich mag es da wirklich nicht mehr aussprechen, aber das ist schon sehr seltsam. Ja, das kann man wohl sagen, aber darum können wir uns später kümmern. Erst müssen wir Herbert wieder gesund kriegen. Doch das war leichter gesagt als getan. Herberts Wunde fing an zu eitern. Er begann zu fiebern und das Fieber stieg. Tag für Tag. Die Siedler waren verzweifelt. Sie wussten, dass ohne das Medikament Chinin dem Jungen nicht mehr zu helfen war. Doch da geschah wieder etwas äußerst Seltsames. Nap entdeckte eine Taube, die vor den Fenstern des Wohnraumes hin und her flatterte. Nun, das war noch nichts Außergewöhnliches, aber dass die Taube einen Zettel im Schnabel trug, das fand Nap denn doch sehr verwunderlich. Er lockte die Taube heran und nahm ihr sehr behutsam den Zettel aus dem Schnabel. Herbert braucht Chinin. Gehen Sie sofort zu den Felsen rechts der Grotte. In einer Felsspalte liegt ein Boot. Rudern Sie 100 Meter in südlicher Richtung bis zur Grottenöffnung. Hineinrudern. Mr. Smith! Mr. Smith! Nee, alter Freund.
Was ist denn los? Hier, das hier. Das hat eine Taube eben abgegeben. Junge, du wirst uns doch nicht auch noch krank werden. Himmel, so lesen Sie doch. Minuten später waren die Männer unterwegs zum Strand. Nur Pencroff blieb bei Herbert. Es war ihm unmöglich, den Jungen allein zu lassen. Das Boot war schnell gefunden und nach 20 Minuten ruderten sie in eine finstere Grottenöffnung hinein, einen dunklen Höhlengang entlang, der in einer riesigen Grotte endete. Der Wasserlauf erweiterte sich hier zum See. Einen Moment mussten sie geblendet die Augen schließen. Die Grotte war ganz in Licht getaucht. Inmitten des unterirdischen Sees schwamm ein schlanker, 80 Meter langer Gegenstand. Ein Unterseeboot. Aus zwei Fenstern strömte das blendende Licht, das sich auf dem Wasser an Wänden und Decke der Grotte und an unzähligen Basaltsäulen tausendfach brach. Langsam näherten sie sich dem Unterseeboot. Wir müssten uns jetzt eigentlich direkt unter unserer Wohnung befinden. Deswegen hat Top am Abflussschacht auch immer so gejault. Das muss. Es kann gar kein anderer sein. Er. Himmel, ja, Sie haben recht. Er ist es. Sie machten am Boot fest, kletterten durch eine Luke, liefen einen hell erleuchteten Gang entlang und betraten eine riesige Bibliothek, angefüllt mit Tausenden von Büchern und Kunstschätzen aller Art. Auf einem Divan lag ein Mann, der sie gar nicht zu bemerken schien. Kapitän Nemo, Sie haben uns rufen lassen. Da sind wir. Sie kennen meinen Namen? Ihren und auch den Ihres Wunderschiffes, Nautilus. Dann muss mich einer verraten haben. Nein, niemand hat Sie verraten, Kapitän Nemo. Der Mann, der von Ihnen erzählt hat, hat nie Ihrer Mannschaft angehört. Er war Gast auf der Nautilus. Und da Sie meinen den französischen Professor, den der Zufall vor 16 Jahren auf mein Schiff führte? Genau den. Dieser Mann ist also nicht mit seinen zwei Freunden im Mahlstrom ertrunken? Nein, er lebt immer noch. Und er hat ein Buch mit dem Titel 20.000 Meilen unter dem Meer geschrieben, in dem er Ihre Geschichte erzählt. Das Buch wird auf der ganzen Welt gelesen. Meine Geschichte. Was weiß er von meiner Geschichte? Wahrscheinlich bin ich ein Aufrührer, ein Wirker von seinem Buch. Sie können es mir ruhig sagen. Ich möchte jetzt nur eines sagen. Wir wissen, dass wir Ihnen unser Leben verdanken. Sie haben mich vor dem Ertrinken bewahrt. Sie haben uns eine Seekiste gesandt. Sie haben für Erden die Flaschenpost geschickt. Sie haben das Feuer auf der Granitwand entfacht. Und Sie haben das Piratenschiff in die Luft gesprengt. Wir alle möchten... Sie haben recht, aber kein Wort darüber. Nehmen Sie die Schachtel dort vom Tisch. Es sind Chinintabletten für Herbert. Und bringen Sie sie so schnell wie möglich in Ihre Wohnung. Ich habe sie kommen lassen, weil ich schwer krank bin und nicht mehr aufstehen kann. Ist das mit? Tun Sie mir bitte den Gefallen und leisten Sie mir heute Nacht Gesellschaft. Cyrus Smith setzte sich in einen bequemen Sessel direkt neben dem Divan, auf dem der Kranke lag. Seine drei Begleiter verließen mit den Chinintabletten die Nautilus. Mr. Smith erfuhr nun nicht nur wie, sondern vor allem, warum Kapitän Nemo ihnen geholfen hatte. Durch den Abflussschacht hatte er ihre Gespräche belauscht, hatte von ihrem Kampf für die Befreiung der Sklaven gehört und sie als anständige und ehrliche Menschen schätzen gelernt. Deshalb hatte er sie unterstützt. Deshalb hatte er Mr. Smith gebeten, auf der Nautilus zu bleiben. Ich wollte Sie allein sprechen, Mr. Smith. Denn ich muss Sie warnen. Verlassen Sie, sobald es Herberts Gesundheitszustand zulässt, die Insel. Segeln Sie zur Insel Tabor. Aber warum? Nach meinen Berechnungen gibt es auf dieser Insel sehr bald einen Vulkanausbruch. Einen tödlichen Vulkanausbruch. Und Sie? Ich werde den morgigen Tag nicht mehr erleben. Aber... Schweigen Sie. Ich habe nur noch einen Wunsch und Sie können ihn mir erfüllen. Ich möchte im Meer, in meiner Nautilus begraben sein. Wenn ich tot bin, öffnen Sie die Ventile und lassen Sie die Nautilus tauchen. Kann ich mich auf Sie verlassen? Ja, Kapitän Nemo. Das ist gut. Mr. Smith, ich möchte Ihnen meine Geschichte erzählen. Man soll begreifen, warum ich der wurde, der ich bin. Mein wahrer Name ist Prinz Dakar und ich bin der Sohn eines indischen Rajas.
Schon mit 10 Jahren wurde ich nach England geschickt. Ich besuchte die besten Schulen, die besten Universitäten. Aber ich hasste England. Dieses Land unterdrückte mein Volk, beutete es aus. Ich kehrte nach Indien zurück, heiratete und wir bekamen 2 Kinder. Aber ich konnte keine Ruhe finden. Ich sah mein Volk hungern, verhungern, und ich begann Aufruhr zu predigen. Als das Joch Englands schwerer und schwerer wurde, brach der Aufstand los. Ich setzte mich an seine Spitze. Aber wir wurden geschlagen und verfolgt. Als man meiner nicht habhaft werden konnte, ermordete man meine Frau, meine Kinder. Mit meinen letzten Freunden baute ich die Nautilus. Wir tauchten unter in die Tiefen des Ozeans. Wir waren gewaltige Schätze aus versunkenen Schiffen und unterstützten damit alle Völker, die für ihre Unabhängigkeit kämpften. Ja, ich weiß, ich habe englische Schiffe angegriffen, eins sogar versenkt. Es war der alte Hass, Smith, der alte Hass. Ich bin so müde, Smith. Was meinen Sie, Smith, wird die Welt von mir denken? Sie wird in Ihnen einen Kämpfer für Freiheit und Gerechtigkeit sehen, trotz der Fehler, die Sie gemacht haben. Ich danke Ihnen. Gute Nacht, mein Freund. Gute Nacht, Kapitän Nemo. Noch in derselben Nacht starb Kapitän Nemo. Als Neb am nächsten Morgen den Ingenieur mit dem Ruderboot abholte, öffneten sie die Ventile der Nautilus. Während sie davonruderten, sahen sie das Unterseeboot langsam sinken. Herbert erholte sich zusehends. Er wurde von Tag zu Tag kräftiger und verspeiste mit großem Appetit die Delikatessen, die Neb ihm vorsetzte. Einmal fast sterben, das möchte ich auch mal, wenn dabei solche Leckereien herausbringen. Psst. Was grummelt denn da? Der Vulkan. Mr. Smith, aus dem Vulkan steigt Rauch. Um Gottes Willen, der Vulkan beginnt zu leben. Jetzt musste Mr. Smith mit der Sprache herausrücken. Er erzählte von Kapitän Nemos Warnung und von der tödlichen Gefahr, in der sie schwebten, wenn sie nicht rechtzeitig die Insel verließen. Es dauerte lange, bis die Siedler einsahen, dass sie ihre geliebte Lincoln-Insel aufgeben mussten. Sie packten das Notwendigste an Instrumenten, Werkzeugen und Proviant in die Bonadventure und stachen in der Frühe des nächsten Tages in See. Schweigend starrten sie auf die immer kleiner werdende Insel, bis sie schließlich im Morgendunst verschwand. Mr. Ayrton, wir wissen von Ihnen nicht mehr als Ihren Namen. Meinen Sie nicht, Sie sollten nach all dem, was wir zusammen erlebt haben, etwas mehr Vertrauen haben? Ja, das sollte ich wohl. Meine Geschichte ist kurz und sehr hässlich. Ich war Obermaat auf dem englischen Schiff Duncan. Wir segelten unter dem Kommando Lord Glanovan, dem Besitzer des Schiffes, von Schottland nach Australien. Im Pazifischen Ozean versuchte ich, eine Meuterei unter der Mannschaft anzustiften. Hat man Sie schlecht behandelt? Sind Sie... Nein, nein. Ich wollte das Schiff in die Hand bekommen, um, naja, um Seeräuberfahrten im südlichen Pazifik zu unternehmen. Oh. Ich habe ihr gesagt, es ist eine sehr hässliche Geschichte. Mhm. Erzählen Sie weiter, Mr. Ayrton. Die Verschwörung wurde aufgedeckt. Und ich wurde mit ein paar Vorräten und Werkzeugen auf der Insel Tabor ausgesetzt. Vor 12 Jahren. Schätze, Sie werden nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Aber Mr. Ayrton... Sie haben Ihr Leben riskiert, um Harvard zu retten. Sie haben mit uns gearbeitet, mit uns gelebt und alles mit uns geteilt. Sie sind unser Freund geworden. Ich danke Ihnen. Außerdem sind Sie sehr streng bestraft worden. Zu streng. 12 Jahre allein auf einer Insel? Das ist grauenhaft. Hat der Lord Ihnen denn nicht in Aussicht gestellt, Sie wieder abzuholen? Doch. Er sagte so etwas wie, er würde mich nicht ganz vergessen und er wisse ja, wo er mich jederzeit finden könnte. Die ersten Jahre habe ich noch gewartet, aber dann, nach ein paar Jahren, habe ich aufgehört zu warten. Natürlich hat er mich vergessen. Doch hier irrte Ayrton. Als sie sich Tabor näherten, sahen sie schon von Weitem ein Schiff, das vor der Insel ankerte. Es war die Duncan. Robert Grant, der Kapitän des Schiffes, nahm sie freundlich an Bord auf. Die 6 Freunde beschlossen, zusammenzubleiben und in Amerika gemeinsam eine neue Siedlung aufzubauen.
Es versteht sich von selbst, dass es eine Mustersiedlung wurde, zu der Neugierige aus allen Teilen des Landes herbeigeströmt kamen, um sie zu bewundern und von ihr zu lernen.